Liebe Gemeinde an den Bildschirmen, ich heiße Sie ganz herzlich willkommen zum Gottesdienst am Sonntag Ex Audi, also Höre mich Herr oder Erhöre mich Herr. Da kommt der Name her aus dem 27. Psalm. Da kommt nämlich dieser Vers drin vor. Den lese ich Ihnen gleich. Auch an diesem Sonntag sind Sie ganz herzlich eingeladen, den Gottesdienst daheim an den Geräten mitzufeiern, ganz so, wie Sie es gerade eben schon gewohnt sind. Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Der 27. Psalm gehört in diese Woche zu diesem Sonntag. Der Herr ist mein Licht und mein Heil, vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist meines Lebens Kraft, vor wem sollte mir grauen? Eines bitte ich vom Herrn, das hätte ich gerne, dass ich im Hause des Herrn bleiben könne mein Leben lang, zu schauen die schönen Gottesdienste des Herrn und seinen Tempel zu betrachten. Denn er deckt mich in seiner Hütte zur bösen Zeit, er birgt mich im Schutz seines Zeltes und erhöht mich auf einen Felsen. Herr, höre meine Stimme, wenn ich rufe, sei mir gnädig und erhöre mich. Mein Herz hält dir vor dein Wort, ihr sollt mein Antlitz suchen. Darum suche ich auch, Herr, dein Antlitz. Verbirg dein Antlitz nicht vor mir, verstoße nicht im Zorn deinen Knecht. Denn du bist meine Hilfe, verlass mich nicht und tu die Hand nicht von mir ab, Gott mein Heil. Denn mein Vater und meine Mutter verlassen mich, aber der Herr nimmt mich auf. Ich glaube aber doch, dass ich sehen werde die Güte des Herrn im Lande der Lebendigen. Harre des Herrn, sei getrost und unverzagt, und harre des Herrn. Liebe Gemeinde, für diesen Sonntag, Sonntag Ex Audi, erhöre mich, habe ich einen Text aus dem Römerbrief, aus dem 8. Kapitel für Sie. Der Apostel Paulus schreibt da: In gleicher Weise steht uns der Geist dabei, wo wir selbst unfähig sind. Wir wissen ja nicht einmal, was wir beten sollen. Und auch nicht, wie wir unser Gebet in angemessener Weise vor Gott bringen. Doch der Geist selbst tritt mit Flehen und Seufzen für uns ein, in einer Weise, die nicht in Worte zu fassen ist. Aber Gott weiß ja, was in unseren Herzen vorgeht. Er versteht, worum es dem Geist geht. Denn der Geist tritt vor Gott für die Heiligen ein. Wir wissen aber, denen, die Gott lieben, dient alles zum Guten. Es sind die Menschen, die er nach seinem Plan berufen hat. Er hat sie schon im Vorhinein ausgewählt. Schon im Voraus hat er sie dazu bestimmt, neu gestaltet zu werden. Und zwar so, dass sie dem Bild seines Sohnes gleichen. Denn der sollte der Erstgeborene unter vielen Brüdern und Schwestern sein. Wen Gott so im Voraus bestimmt hat, den hat er auch berufen. Und wen er berufen hat, den hat er auch für gerecht erklärt. Und wen er für gerecht erklärt hat, dem hat er auch Anteil an seiner Herrlichkeit gegeben. Amen. Liebe Gemeinde, schauen wir mal, was wir daraus ziehen können. Nun ja. Herr, du hast mich heute bewacht. Beschütz mich auch in dieser Nacht. Vater, lass die Augen dein über meinem Bette sein. Oder lieber Gott, mach mich fromm, dass ich in den Himmel komme. Was war denn wohl Ihr erstes Gebet, das Sie gelernt haben, liebe Gemeinde? Ihr Lieben, was war Euer erstes Gebet? Was fällt Euch da ein? Und wer hat es Euch beigebracht? War es Mama oder Papa, Mutter oder Vater? Oder die Oma vielleicht? Oder der Opa? Gleich nach der Gute-Nacht-Geschichte? Oder waren es die Geschwister, die gesagt haben, das gefällt mir, das lernst Du jetzt auch? Oder war es die Tante aus dem Kindergarten? Oder der nette Erzieher? Wer war es? Erinnert ihr euch noch dran, wer es gewesen ist? Und wie das so war? Oder gab es in eurer Schule ein Schulgebet vor der Stunde oder vielleicht wenigstens im Rallye-Unterricht? Wir beten da heute, wo ich gehe, wo ich stehe, bist du lieber Gott bei mir. Wenn ich dich auch niemals sehe, weiß ich dennoch, du bist hier. Wie habt ihr beten gelernt? Liebe Konfirmanden, liebe Konfirmierte, Kinder, Erwachsene, Ältere und Jüngere, wie war es mit dem Beten? Haben Sie sich dann gefragt und habt ihr euch dann gefragt,
Wie betet man eigentlich richtig? Darf man das eigentlich beten? Ist das nicht ein bisschen komisch? Vielleicht sind einem sogar später im restlichen Leben dann auf einmal die eigenen Gebete aus der Kindheit peinlich. Was habe ich damals gedacht? Meine Güte, muss ich Gott genervt haben? Das sind Gedanken, die den meisten Christinnen und Christen bei einer gründlichen Innenschau durchaus nicht fremd sind. Und ich denke, ich verrate auch nicht zu viel, wenn ich Ihnen sage, dass ich heute, während meine Gebete in meiner Kindheit in Erfüllung gegangen, vermutlich in einem Superheldenkostüm über einer Großstadt meine Runden drehen würde. Nun ja, über kurz und lang stellt sich also jedem von uns die Frage, wie betet man denn richtig? Und es ist keine neue Frage. Wie spreche ich Gott zum Beispiel an? Soll ich danken oder soll ich bitten? Soll ich Gott einfach alles sagen, was mir so durch den Kopf geht? Oder soll ich mir vielleicht doch besser einen Plan machen? Muss ich eigentlich ein schlechtes Gewissen haben, wenn das Leben im Moment nicht so ist, dass mir ein Gebet einfällt? Kann ich vielleicht sogar vor Gott einfach schweigen? Jede Menge Fragen rund ums Beten, oder? Angesichts dieser Beobachtung, die jeder und jede von uns ja auch mal auf sich selbst beziehen kann, dann wird klar, wir sind gewiss nicht die Ersten, die das fragen. Sie kennen bestimmt die biblische Geschichte aus der Bergpredigt, in der die Jünger Jesus fragen, sag mal, wie soll man eigentlich richtig beten? Manche gehen da in die Öffentlichkeit und rufen laut und schreien, dass alle mitkriegen. Manche stellen sich an öffentliche Plätze. Ja, was ist dann da? Ist das richtig? Oder sollen wir einfach ganz ruhig sein, ganz still, gar nicht auffällig sein? Jesus ist da recht konkret. Ist er ja nicht grundsätzlich immer, aber er sagt da drei Dinge. Er sagt, erstens, tut mir den Gefallen und macht keine Show daraus. Stellt euch gefälligst nicht an öffentliche Plätze. Geht keinem auf die Nerven. Seid nicht peinlich. Was könnte es schlimmer sein, geben, als wenn Leute sich für euch schämen? Bloß weil ihr euch so komisch in der Öffentlichkeit euch benehmt. Bleibt lieber daheim und seid mit eurem Gott allein. Denn auch in eurem Haus ist Gott nicht fern. Das sind natürlich dann schon mal ziemlich schlechte Karten für den Typen an der Konstablerwache in Frankfurt, an der U-Bahn-Station, der versucht, mit den Leuten auf dem Bahnsteig mal ganz spontan zu beten, öffentlich, ohne Vorwarnung. Teil eines Missionskonzepts, aber naja, ich glaube, Jesus, das war nicht seins. Zweitens sagt Jesus, macht nicht so viel Geschwätz, nicht so viel leeres Geschwätz. Gott versteht schon, was ihr wollt. Deshalb labert ihn nicht endlos voll. Viele Worte helfen überhaupt nicht mehr als wenige ernst gemeinte Worte. Und Beten ist kein Wettbewerb. Wer am längsten durchhält, der kriegt seinen Wunsch erfüllt. So ist es nicht. Geschwätz ist keine Tugend. Drittens schlägt er seinen Jüngern etwas vor. Er sagt, wenn euch die Worte fehlen, dann nehmt doch einfach dieses Gebet. Und das ist der Ursprung des Vaterunsers. Das können wir praktisch alle auswendig. Und selbst das, was Jesus im Vaterunser sagt, entnimmt er größtenteils der jüdischen Tradition. Da kommt das her. Soweit, so gut. Schauen wir mal. Paulus schreibt jetzt an die Gemeinde in Rom, denen das offensichtlich auch eine Frage ist. Da wirkt er ziemlich nachdenklich, der gute Paulus. Er ist sich, und das ist eigentlich recht selten bei ihm, seiner Sache gar nicht so vollständig sicher. Sonst ist er eigentlich immer recht begeistert dabei, wenn er davon erzählt, wie er in einer Gemeinde freundlich aufgenommen war und mit den Brüdern und Schwestern dort Gemeinschaft im Gebet hatte. Oft schreibt er auch, wie er für jemanden oder eine ganze Gemeinde zu Gott gebetet hat. Doch hier dämmert es ihm, wie kühn der Gedanke eigentlich ist, mit Gott zu sprechen. Ein einfacher Mensch redet mit Gott, spricht zu dem, der das ganze Universum geschaffen hat. Eigentlich kann das doch gar nicht gehen, oder? Paulus schreibt, wir sind schwache Menschen und unfähig, unsere Bitten in der rechten Weise vor Gott zu bringen. Also eigentlich, sagt er, ist es unmöglich. Und
Gerade wie wir eben schon uns darüber Gedanken gemacht haben, wie das Beten in unserer Kindheit vielleicht heute im Rückblick völlig peinlich ist, gibt es ja auch dieses schöne, naja, geflügelte Wort: Lieber Gott, beschütze mich vor der Erfüllung meiner Wünsche. Denn oft können wir als Menschen überhaupt nicht abwägen oder absehen, was unsere Wünsche eigentlich bewirken würden. Vielleicht wären sie ganz häufig auf Kosten anderer. Und oft bereuen wir nach einiger Zeit, was wir aus welchen Gefühlen auch immer heraus uns gewünscht haben. In dieser Spannung reflektiere ich als Christ natürlich auch meine eigene Existenz. Wie ist mein Leben gerade angesichts meiner Wünsche verlaufen? Was wurde erfüllt und bei was ist es vielleicht sogar besser, dass es nicht erfüllt wurde? Da fallen uns viele Beispiele ein. Nun ja. Und deshalb hat Paulus womöglich recht, dass wir ohne Gottes Hilfe gar nicht richtig beten können. Gottes Geist muss schon da sein, bevor ich beginne zu beten. Gottes Geist lenkt mein Beten und manchmal führt er mich direkt ins Schweigen. Manchmal komme ich in der Stille Gott näher, als es mir mit jeder möglichen Redekunst gelungen wäre. Es gibt eine christliche Konfession, das sind die Quäker. Bei denen sind die Versammlungen hauptsächlich durch Schweigen bestimmt. Es muss jemand direkt den Geist Gottes auf sich fühlen, bevor er sich traut, überhaupt dort etwas zu sagen. Und in den meisten Fällen kommt man einfach nur zusammen, um eine Dreiviertelstunde miteinander zu schweigen. Schweigen im Angesicht Gottes. Auch wenn das für uns vielleicht Dinge wären, die wir in einem normalen Gottesdienst nicht erwarten, ist es aber doch vielleicht das, was Andacht bestimmen könnte. Wir müssen nicht einmal in Gedanken vor Gott viele Worte machen, sondern man kann auch einfach mal in seiner bewussten Gegenwart still sein. Und das ist dann auch eine Gotteserfahrung. Manchmal ist die Stille eine Offenbarung. Und nichts weniger als das wünsche ich Ihnen, liebe Gemeinde, wünsche ich euch, ihr Lieben daheim, dass es diese Gotteserfahrung für euch gibt. Dass ihr merkt, Gott ist da und da muss ich gar nicht viel sagen. Gottes Erfahrung im Gebet, im Gottesdienst und zu Hause und im Schweigen. Allein oder mit Kind und Eltern, Verwandten, Freunden und Bekannten. Gott ist da und er hört uns. Und das zu wissen, liebe Gemeinde, das tut doch gut und das tröstet. Das tröstet mich und das tröstet hoffentlich auch euch und sie. Amen. Liebe Gemeinde, lassen Sie uns miteinander beten und Fürbitten halten, ganz so, wie wir gerade darüber nachgedacht haben. Herr Jesus Christus, du hast uns zugesagt, dass du da bist durch die Kraft des Heiligen Geistes, um uns nicht allein zu lassen, mitten im Durcheinander dieser Welt, im Unfrieden und im Streit, den es hier gibt, dass du uns trösten willst in aller Traurigkeit. Und dafür danken wir dir. Wir bitten dich, dass dein Geist unseren schwachen Glauben stärkt, dass wir im Vertrauen auf dein Wort leben und handeln. Wir bitten dich, dass dein Geist unser Herz erfüllt und belebt, dass es wieder empfindsam wird für die Gefühle und die Nöte unserer Mitmenschen. Wir bitten dich, dass dein Geist uns recht beten lehrt, dass wir mit unseren Anliegen und unserer Verzagtheit zu dir kommen können. Wir bitten dich, dass dein Geist uns zur Wahrheit führt, dass wir gegen die ungerechten Strukturen in unserer Welt aufstehen. Und wir bitten dich, dass uns dein Geist innerlich verändert, dass er uns aus der Erstarrung löst, in die uns unser Alltag immer wieder führt. Wir bitten dich, dass wir durch deinen Geist den Mut finden, uns zu dir zu bekennen und deine Zeugen zu werden. Wir bitten dich, dass uns dein Geist belebt, dass wir der Ungerechtigkeit widerstehen und uns mit unserer Kraft, mit aller Kraft, für den Frieden einsetzen. Und wir bitten dich, guter Gott, dass du deinen Geist gibst denen, die jetzt krank sind, die leiden, deren Angehörige krank sind, die umeinander bangen, dass du bei ihnen bist und mit deinem Geist
ihnen neues Leben schenkst, neue Kraft und neue Liebe. Lass uns alle durch deinen Geist mit Hoffnung erfüllt sein, dass diese Welt nicht bleiben muss, wie sie ist. Und so wie du, Jesus Christus, uns gelehrt hast zu beten, wollen wir das jetzt auch tun mit dem Vater unser. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Liebe Gemeinde, bitten wir nun miteinander Gott um seinen Segen für uns an diesem Tag weiterzugeben an liebe Menschen, die wir kennen und an Fremde, denen wir begegnen, dass Gottes Segen unter uns sei. Der Herr segne dich und der Herr behüte dich. Er lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Amen.